Sag's mal, hast du ja Rennstreckenverhältnisse und bei A ist die Rennstrecke halt eine öffentliche Straße, quasi. Moin. Aber auch nur. Genauso wie Saint Croix, da verstehe ich auch nicht, was sie da versucht haben. Ja. Ja, im Sektor ist dann eine Straße, ja, aber im ersten und zweiten. Naja, aber der Rest der Strecke, also die Hälfte der Strecke, befindet sich auf öffentlichen Straßen. Ja, ja. Genauso wie sie das in Saint-Croix versucht haben. Ja, die halbe Strecke auch voll mit öffentlichen Straßen. Und in 20 Variationen, die jeder eigentlich müsste. Wenn ihr nach dem heutigen gestern sagt, wir wollen Mazda und geht mir 4 Fahrten, rast richtig aus. Oh, fände ich gar nicht so schlecht. Ja, aber da muss ich schauen, wie das Zeit irgendwie alles hat. So wie es jetzt geplant wäre. Bitte? Ja, den Mazda Touring Car. Da gibt's nur einen. Genau. Mit dem Käfig, ja. Oder halt aus dem Gebrauchtwagen-Shop, wenn der da ist, ja. Den Civic. Der Civic hat halt wieder ein bisschen mehr Leistung als der Roadster, ist aber halt der Nachteil ist... Ne? Genau. Er hat mehr PS, der Honda, aber ist halt ein Frontkratzer. Kann ja auch den Silvia nehmen, oder? Er ist doch auch ein Touringcar. Ja, ist halt GT4. Ist aber ein Touringcar. Ja, ist aber auch nicht aufgelistet und zum Termin, also wäre schon disqualified. Nee. Oh. Wie oft das der Obi jetzt schon heute gehört hat, ist der Raum schon offen. Darfst du gerne immer alle stellen? Mein Geduldsfaden ist lang. Muss ja auch sein, mal 6 Jahre jetzt Liga-Boss hier. Und 2 Kinder habe ich auch noch, was für Glück. Neben die in den 300 hier in der Liga. Also ich fahr mal den, mal schauen, ob der zu OP ist, aber kann das sein. Das sollte eine Einstopper eigentlich, aber nur aufgrund des Tankes. Ist ja Pflichtboxenstopp, ne? So wie ich das jetzt ja verstanden habe. Ja, komm, du kommst ja durch, oder? Nein, nein, ich hab grad. Moment. So, Entschuldigung, OP, nochmal. Kommst du durch ohne Tank? Ah. Ich habe zuerst versucht, das mit dem Reifen irgendwie zu managen, aber der Honda ist halt so brutal auf dem Reifen. Mhm. Das heißt also, ich fahre einmal mit Medium und einmal mit Hard, dann muss ich ja, ne? Oder ist das wahlweise jetzt einfach? Ne, also beim Touringwagen stand halt drauf. Medium Hard, zum Beispiel, deswegen. Ja, da stand Soft dran. Habt ihr heute noch geguckt, da stand Soft dran, Mann. So, Schatz. Ja, es ist nur Soft. Was ist? Also, Super. Camp ist nur Soft. 4 ist Hard. Ah, oh, Scheiße, jetzt ist mir mein Netz. Ist nur Hard. Ja, musst du aber halt noch warten. 3 ist Medium Hard. Doch. Nein. Du bist noch nicht meine Frau. Doch. Nein. Zeig mir den Ehevertrag. Noch keine Ehevertrag. Doch. Nur mit Ehevertrag. Nein. Doch. Nein. Was willst du für einen Ehevertrag?
Und ich glaube, dann haben wir Software. Da steht sie in den Veranstaltungsinformationen. Aber wie gesagt, ich kann es dir sagen. Gruppe 3 ist. Sobald du mit der Gruppe 3 unterwegs bist, ist es medium hart. Mit Gruppe 4 ist es hart. Touring Car ist es Soft. Jetzt kann man das Touring Car. Da wäre das Quali weg, was? Nee. Nee, nee. Du darfst ja aussuchen, das eine oder das andere. Ja. Oder darfst auch gemischt fahren, wie du möchtest. Ja. Das kannst du dir überlassen. Y. Ah, der Honda, der brüllt dich halt schon so richtig an, also. Ah. Vom Sound her ist das schon viel geiler. Ich weiß halt auch nicht, ob das sich wirklich lohnt, den Honda zu nehmen. Letztes Mal. Ja, gut, die Kränkung. Okay. Wir haben uns schon. Naja, Hauptsache Obi gewinnt mal wieder, ne? Selbst mit 50 Kilo Zusatzgewicht. So, hat das denn da was für Geld gereicht jetzt? Hey, Silber! Das reicht mir. Boah, und schneller als Marcy und Chakotay. Aber nicht so schnell wie Nico, da fehlen mir 13. Nee. Ach, andersrum. 6. 7. Sag mal so, es gibt halt Skoda jetzt die Strecke, ne? Dann wird jetzt wahrscheinlich der Mats der Beste sein. Aber ich hab schon was in der Hinterhand. Da könnte dann aber das Geld kriegst du erst später, ne? Die Millionen. Wenn die Zeit rum ist. Ja, ich weiß genau. Wenn jetzt noch einer kommt und eine astronomisch gute Bestzeit dahinlegt, dann kann das Geld wieder weg sein. Das habe ich letztens gehabt, da habe ich eine schöne Goldzeit gehabt und dann hat noch einer die Bestzeit da verbessert. Oh ja, da habe ich auch mal bluten dürfen. War ich sehr begeistert. Ich hab das mal gehabt mit dem, das erinnere ich mich noch, genau, Kyoto, die komplette Variante mit dem VW IDR. Und hab ich da so lange gestruggelt, dass ich das endlich mal auf Gold schaff. Hab mich dann an den Sitzlenkrad hier von meinem Vater dann hingesetzt. Hab das dann sogar irgendwie nach 2-3 Runden sofort hinbekommen, auf Gold zu fahren. Sogar noch mal besser als meine Zeit. Und ich dachte halt so, okay, Gold, ne, passt. Ja, am Ende meine Zeit war dann Silber und seine Haare immer noch Gold. Ja, okay. Da hast du ihm dann gesagt, so, dann gib mir die Kohle in bar. Das wäre schön. Ah, Spaß macht ja noch.
Wie ist der Windschatten, Obi? Wie immer. Realistisch. Nee. Schwach. Stark. Ja. Aus. Stark. Stark. Stark ist irgendwie viel realistischer als realistisch. Meinst du? Ja. Weil ich finde eigentlich realistisch eingestellt schon wirklich realistischer. Weil stark ist ja so, du kommst ja dann easy vorbei, als wäre es DHS, ne? Ja, eigentlich nicht. Ich finde stark halt insofern gut, dass das die Rennen ein bisschen spannender macht, ein bisschen enger macht. Das auf jeden Fall. Das Einzige, was du mit stark und mit Jetpack hast, ist Dirty Air. Noch nicht. Angeber. Wie war das letzte Spam? Erstes Sektor, Spam, erstes Sektor. Jetzt kann ich der Sek einfach bei dem Honda ausbringen. Steilkurve, was runtergeht. Neunundzwanzig acht bin ich gerade gefahren. Bin Matzer. Oh, ich bin Zweiter. Sehe ich gerade. Und Obi, was hast du für eine Rundenzeit? 21,5. Siehst du es ja? Na, ich sehe es doch nicht. Achso, siehst du den Abstand zwischen uns auch? Ne? Ich sehe gar nichts. Ich sehe meine eigene Rundenzeit, sonst nichts. Weil Lars mit VR-Brille fährt, da sieht er doch nichts, außer eben die Rundenzeit. Ja, außer das Was eine Strafe? Unverschämt. Nein! Nein! Nein, Dicker! Nein! Boah, Junge, chill!